Fleisch. Wir schaffen das schon. Und wir sind ja nicht böse. Keine Vorwürfe. Heute. Dieser Doktor ist ein Glücksfall. Mhm. Sprecht ruhig laut. Wolltest du uns verkohlen? Schlafen ist so schön. Aber dieses Schwitzen stört. Ich mach dir mal dein Kissen frisch. Komm her. Achtung. Das hat sie doch sonst nie gehabt. Ach, diese Krankenhäuser sind immer überheizt. Morgen kommt dein Kopfverband ab, sagt Dr. Mahn. Und dann bist du wieder unsere hübsche kleine Yatti. So. So, jetzt nehmen wir einen Gruß mit für den Opa und für Tante Amelie. Und wenn du möchtest, rufe ich deinen Jochen an und sage ihm, wie gut es dir schon wieder geht. Tschüss, mein Liebes. Halt die Ohren steif, Mädchen. Sag dem Jochen, dass ich mich über seine Bücher gefreut habe. Aber lesen kann ich erst später. Wird gemacht, Agnes. Bis morgen also. In Aachen soll es Studienplätze für Wasserbauwirtschaft geben. Ist es weit, Aachen? Ungefähr so wie Tirschenreuth. Ja, außerdem, ich will ja nicht gleich morgen los. Ich glaube, deine Mutter wartet. Nee, die muss erst noch in die Stadt. Und was tut ihr hier? Sie werden es nicht glauben, Herr Lorenz. Wir pokern im Gummibärchen. Aber bitte verraten Sie uns nicht bei der Schwester. Ist die neue Art von Humor, was? Und vielleicht wäre es Ihnen ja auch lieber, wenn ich einen Rollstuhl besorge und mit Jack. Komm. Ein Stück Erinnerung. Und weil ich keine Zeit hatte, nach Hause zu fahren, deinen Großen zu holen. Ist der süß. Danke. Dieses ewige Liegen und diese Krankenhausluft. Deshalb bin ich immer so müde. Ich möchte bei euch sein. Frisch siehst du aus. Und du wirst sehen, sie entlassen dich früher, als wir alle rechnen. Stefan ist im Moment auch gar nicht zu Hause. Er ruft zwar jeden Tag an, aber er tut unheimlich geheimnisvoll. Ich glaube, er sucht nach einem Weg, wie er die Familie vor Schaden aus Onkel Gies Luisenbadgeschäften bewahren kann. Hallo? Oh, Frau Lorenz. Ja. Guten Tag, Jochen. Tja, immer störe ich irgendwie. Soll ich draußen warten, oder? Nein. Ich wollte sowieso noch mit Dr. Mahn sprechen. Fein, dass dir der Weg nicht zu weit ist. Ein bisschen Abwechslung ist ganz gut für Jatti. Bis gleich. Ja. Damals in der Hütte, da hast du mir erzählt, dass du zu Hause so einen großen Bären hast. Und da habe ich mir gedacht, soll ich helfen? Hm? Ach, ist der süß.